kommt zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute von Alexei P. aus dem SCS-Forum das Stabu CB-Radio, also das Funkgerät. Und ich zeige euch das mal. Mal schauen mal hier mit dem Tisch, ob das hier auf dem Tisch drauf passt. Da gehen wir noch mal gucken, ob das hier hinterlegt ist. Hier in der Datei, da ist es ja auch schon. Ne? Also das könnt ihr dann hier auf dem Tisch drauflegen. Gibt es dann natürlich mit englischen Chattern. Kann man dann auch schon hören mit russischen Chattern. Dann mit dieser bisschen Left-Variante, ne? Mit der englischen, russischen und dann auch natürlich für die rechte Variante, wie man das halt dann gerne haben möchte. Ne? Gibt es dann natürlich hier oben das gleiche, da finde ich es fast noch ein bisschen schicker. Ne? Vor allen Dingen, wenn man es dann ein bisschen. Da gibt es dann aber nur hier diese gerade Variante, ne? In dem Fall jetzt hier. Ne? Sieht auf alle Fälle sehr, sehr, sehr gut aus. So, im Hintergrund kann man das jetzt noch schön hören hier. Natürlich animiert hier dieses Kabel vom Sprechgerät selber, ne? Das ist sehr schön. Da kann man es nochmal schön erkennen. Die Textur ist oben auch sehr, sehr schön. Was haben wir denn noch alles? Wir haben vor allen Dingen auch dieser Mod ist wirklich für sämtliche LKWs, die ihr euch vorstellen könnt. Da fangen wir an vom Scania RJL bis zum Scania 143er von Equalizer bis zum Renault Range T bis zum Mercedes Antos von Danz. Oh, also das ist wirklich alles mit dabei. Also glaube ich, es gibt jetzt glaube ich kein LKW, wo er nicht mit dabei ist. Ne? Und das ist natürlich auch sehr, sehr, sehr gut, dass alle Definitionen jetzt hier schon mit hinterlegt sind. Man kann von außen, kann man es auch gut erkennen. Schauen, dass ich hier nicht so gegenfahre. Aber da kann man es jetzt gut erkennen, dass hier oben das Kabel mitflattert. Ne? Also das hat man von außen gesehen. Also man sieht es auch von außen. Und das ist echt genial. Also mir gefällt das wirklich sehr, sehr gut. Sehr, sehr kleiner, schicker Mod. Hat auch nicht viel MB. Von dem her ist es echt cool. Vor allen Dingen jetzt in mehreren Sprachen. Mal schauen, vielleicht gibt es auch noch eine deutsche Sprache mit dazu. Müssen wir mal schauen. Aber echt, echt toll. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe es jetzt hier in-game natürlich ein bisschen leiser gestellt. Aber wenn man es ein bisschen lauter stellt, dann ist es echt schöner, kleiner Mod, was das Spiel noch ein bisschen realistischer macht. Dann war es eigentlich auch schon von mir. Dann wünsche ich viel Spaß mit diesem kleinen Mod. Lasst einen Däumling dafür da und dann wünsche ich euch viel Spaß damit. In diesem Sinne, also gute Fahrt, bis bald, macht's gut und ciao.